Ja, bevor das Video startet, möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, auf das Gewinnspiel, was ich im Moment am Laufen habe. Den Link zu dem Video mit dem Gewinnspiel werde ich unten nochmal verlinken und entweder hier oben oder da oben auch nochmal einfügen, damit ihr da auf jeden Fall kommentiert und natürlich Abonnent seid, damit ihr da auch bei der Verlosung mitmacht. Ich zeige euch nochmal ganz kurz, was in der neuen Version 1.5 von meinem AF Preset Toolkit Paket enthalten ist. Also kurz mal runter auf dem Desktop. Ja, ihr seht hier, ich habe ein älteres Bild von mir mal rausgesucht mit der 5D Mark II. Ich werde hier ganz normal mal die ganzen Sachen hier einbinden, was ich halt möchte. So, und jetzt kommen wir hier zu dem neuen Teil, und zwar Personen. Ich werde das jetzt hier einfach mal durchklicken und zeige euch dann gleich den Vorher- und Nachher-Effekt. Na, es ist also komplett alles mit enthalten, damit ihr da selber keine große Hand mehr anlegen müsst. So, wir haben jetzt hier alles eingebunden. Wird hier jetzt kurz noch mal Menschen hinzufügen. So, und dann schauen wir uns jetzt mal an, vorher, nachher. So sieht es vorher aus. Und so sieht es dann halt nach meinem Reset Toolkit Paket aus. Vorher, nachher. Vorher, nachher. Ja, wie gesagt, wenn ihr gerne ein Paket gewinnen möchtet, macht bei dem Gewinnspiel mit. Ansonsten geht es jetzt weiter mit dem Video. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video geht es mal um die Stichwörter, die man halt für Lightroom selber eingeben kann. Wir nutzen dafür allerdings Xhire Photo. Das ist ein separates Programm. Dieses gibt es natürlich auch als Plugin für Lightroom. Wir nutzen aber das normale Xhire Photo. Das heißt, wir werden da halt ganz normal die Bilder einlesen, synchronisieren und halt die Metadaten dann übertragen nach Lightroom. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen einfach mal um den Desktop und ich zeige euch das mal. So, wie ihr seht hier in Lightroom, wir haben hier keinerlei Verschlagwortung drin. Also alle Bilder sind hier ohne Stichwörter drin. Die sind neu eingefügt. Also das müsste ich jetzt alles händisch machen. Das werde ich jetzt aber halt mit euch zusammen mal kurz bei Xhire Photo zeigen. Dafür gehen wir mal nach Xhire Photo. Ich habe das hier schon mal vorbereitet. Wie ihr seht, hier 30.07. war mein letzter Eintrag. Deswegen müssen wir jetzt da mal nach oben gehen. Wir gehen dann auf 2023, klicken auf Synchronisieren und dann auf Start. Bestätigen das Ganze. Und jetzt verarbeitet er das in 4 Schritten. Also der importiert die Sachen, analysiert die, verschlagwortet die Sachen und was als Viertes da macht, weiß ich ja nicht. Aber auf jeden Fall werden jetzt automatisch Suchbegriffe hinzugefügt. Stimmen alle nicht immer hundertprozentig. Das erleichtert aber halt auf jeden Fall schon mal das Suchen in Lightroom nach bestimmten Bildern. Ich würde sagen, ich werde hier cutten und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn er fertig ist. So, der ist jetzt gleich fertig und wie ihr seht, hier unten hat er auch 2 neue Daten gefunden. Die bindet er jetzt ein. Hat er jetzt schon gemacht. Er hat 195 neue Bilder gefunden. So, und wir gehen jetzt hier einfach mal aufs letzte hier. Und wie ihr seht, hat er jetzt hier schon Begriffe hinzugefügt. Ja, wenn wir was anderes nehmen, ja, wie ihr seht, sind die ganzen Sachen da. So, ich würde jetzt sagen,
Wir gehen jetzt hier nochmal auf 2023, werden das hier alles markieren. Und dann gehen wir auf Foto und zwar Metadaten speichern. Sagen ja. Das dauert jetzt nochmal einen Moment. Der speichert jetzt alle. Ich hätte jetzt nicht alles Bilder machen müssen von 2023, aber geht dann nochmal auf Nummer sicher. Der speichert jetzt alle Metadaten in diesen XLM-Dateien. Ich glaube XML heißen die oder XML. Habe ich doch eben gesagt. Naja, egal. Auf jeden Fall in einer separaten Datei wird das gespeichert. So, und jetzt können wir das hier schließen, Exire-Foto, und gehen jetzt hier auch auf 2023, klicken hier auf Ordner synchronisieren, sagen dann synchronisieren in Lightroom. Das dauert jetzt natürlich auch noch mal eine Weile. Bis er das abgeschlossen hat. Gehen hier auch schon mal ganz nach unten. Ich werde hier noch mal einen Cut machen und dann sehen wir uns gleich noch mal wieder. So, da bin ich wieder. Ihr seht, der ist immer noch zu Gange. Allerdings kann ich euch jetzt hier schon zeigen, ja, sind die ganzen Stichwörter schon hinzugefügt worden zu den Bildern, die ich jetzt eingebunden habe. Ja. Und so können wir dann halt hier über Metadaten zum Beispiel irgendwelche Sachen suchen. Attribute oder nach Text. Ja. Könnte ich jetzt hier zum Beispiel sagen wir mal Blume. Ja, hat er direkt gefunden. Ja, und das ist natürlich eine feine Sache. Also falls ihr Exire Photo habt, ob als Lightroom-Plugin oder halt separat, könnt ihr diese Sache natürlich so nutzen, um die Bilder automatisch zu verschlagworten. Gehen mal wieder nach oben. Ja, ihr habt gesehen, ist eigentlich relativ leicht und einfach, die Verschlagwortung hinzuzufügen. Man kann dann natürlich noch einiges an Zeit mehr investieren und die Verschlagwortung dann natürlich etwas optimieren. Das ist natürlich wieder mit Handarbeit. Mir fällt das Wort jetzt nicht ein. Auf jeden Fall müsst ihr dafür das alles händisch dann machen, korrigieren und so weiter und so fort. Aber so habt ihr auf jeden Fall schon mal eine Grundverschlagwortung, was euch hilft, bestimmte Bilder zu finden. Ja, das soll es eigentlich gewesen sein. Denkt an die Verlosung, falls die noch nicht war, weil ich produziere die Videos etwas weiter vor. Ansonsten abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Bye bye und ciao.